Herzlich willkommen zum Weimar 1 heute mit dem Sönke und dem. Okay, läuft heute nicht so. Herzlich willkommen, ihr Leute da draußen, zum Weimar 1 heute mit dem HC. Und mit Sönke. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir wollen euch heute mal ein bisschen was erklären. Was wollen wir heute eigentlich sagen, HC? Also du hattest mir im Vorfeld gesagt, dass wir heute über die Rebsorte Sangiovese sprechen. Sangiovese, das ist eine Rebe, ja. Wo wächst die für gewöhnlich? Gibt es die nur in Italien oder ist das eine Rebe, die ich auch noch woanders finde in der Welt? Die wächst vornehmlich in Italien, gilt ja auch in Italien als eine autochthone Rebsorte. Ja. Das heißt also als eine heimische, auch wenn du durchaus einige Flächen auch in Übersee und sonst wo findest. Herz des Sangiovese ist aber Anbaugebiet Toskana. Weißt du auch, warum mir das Thema so sehr am Herzen liegt? Warum? Weil ich glaube, Sangiovese, das waren mit so meine ersten Weinbegegnungen, die ich hatte, wo ich auf den Geschmack eigentlich gekommen bin bei Wein. Ja. Und zuallererst, ich erinnere mich wirklich nur, das ist ein paar Jahre her, aber das war ein Chianti. Jetzt vielleicht nicht hier der von Vinolisa, vom Castello Banfi, der Chianti, aber es war definitiv ein Chianti, nämlich auf den Geschmack. Aber Chianti ist auch ein Wein, der über Italien hinaus bekannt ist für Italien, oder nicht? Ist das nicht der Wein fast, also mit einer der Weine, der für mich ein ausschlaggebender Wein von Italien ist? Ich würde fast so weit gehen zu behaupten, dass wir nichts mehr mit Italien verbinden im Weinbereich als ein Chianti überhaupt. Ja. Und er steht für die Toskana und jeder, der sich ein Chianti irgendwie ins Glas einschenkt, der hat vielleicht auch die Hügellandschaft vor Augen und so. Alles ein bisschen romantisch, aber es ist eben auch, es ist was Schönes. Ja, ist an sich eigentlich, ich finde einen Chianti einen coolen Wein, vor allen Dingen von dem Produzenten Castello Banfi ist das in dem Fall, meine ich, ne? Du sagst cool. Ja, Banfi, überhaupt ein renommierter Produzent, ne? Ich weiß gar nicht, sieht man das so? Ja, ne? Ja. Renommierter Produzent, gilt auch als Vorreiter, dynamischer Motor in der Toskana für den gesamten Weinbau da. Die haben da viel bewegt seitdem. Die haben auch ihren eigenen kleinen Sangiovese Grosso. Also es gibt ja einerseits den normalen Sangiovese und dann gibt's ja, die haben sogar noch ihren eigenen Klon dafür entwickelt, ne? Für ihre Weine. Der dann auch was ganz Besonderes ist, oder nicht? Wir haben den mal selektiert und den finden wir dann nachher auch in den berühmten Brunello-Weinen wieder. Mhm. Und dann, wir haben ja nicht nur den normalen Chianti, sondern was ich ganz interessant finde an dieser Reise, dass man halt hat, nicht nur der Sangiovese normal, sondern der kann in den verschiedensten Weinen vorkommen. Das ist ja genau das Schöne, was ich meine. Sangiovese bildet im Grunde ein unglaublich breites Spektrum ab an Weinen, was möglich ist. Über den Chianti, dann hast du eben schon angesprochen, zeig doch mal gerne den Chianti Superiore aus dem gleichen Hause Castello Banfi, aber eben eine gehobene Qualität noch. Ja, ich habe die verschiedenen Qualitätsstufen. Ich gehe vom Chianti über den Chianti Classico, Chianti Superiore, dann Classico dann natürlich und den Classico Riserva, also die... Die Gran Selezione nicht zu vergessen, eine neue Kategorie, die dazu gekommen ist. Ich habe tatsächlich die fünf Klassifikationen in dem Bereich. Allein schon im Chianti, ne? Ja, und das ist schon wahnsinnig, dass man sagt, ich habe nicht nur die eine Rebe, sondern ich kann ja bei dem Wein auch nochmal Unterschiede haben, was ich wahnsinnig interessant finde. Ist es auch. Und gerade die Unterschiede macht ja auch das Weinverkosten, das Weintrinken auch so interessant. Du hast tatsächlich eine einzige Rebsorte, aber du hast am Ende ganz verschiedene Geschmacksprofile und in der Struktur gleichen sich die Weine auch nicht. Ne? Wenn wir nochmal zurückgehen zu dem einfachen Chianti, was ich vorhin gesagt habe, du hast das Wort gesagt, ist cool. Ja. Das kannst du auch wörtlich nehmen. Das ist zum Beispiel ein Wein, wenn das mal ein bisschen warm ist im Sommer, dann stelle ich unglaublich gerne mal in den Kühlschrank. Gerne ein bisschen kühler trinken, so 12 bis 14 Grad, das macht Spaß. Hm. Vielleicht mal eine interessante Sache auf das nächste Grillen oder sowas, vielleicht auch mal ganz cool als Idee. Da kommen wir auch nochmal drauf zurück. Ja, hundertprozentig. Was ich jetzt noch interessant finde, wir haben ja nicht nur die Chianti-Weine, die Rebe Sangiovese haben, sondern zum Beispiel auch noch ein Vino Nobile aus dem Hause Tre Rose. Ja, und im Vino Nobile, der kommt aus dem schönen Städtchen Montepulciano. Ja. Ist auch noch in der Toskana gelegen und aber ein kleiner Bereich, wo eben der sogenannte Vino Nobile angebaut wird. Nicht nur, aber unter anderem eben auch. Ist das dann eine bestimmte Region oder ist das ein Hügel oder sowas? Oder wie kann ich das sagen? Das ist eine kleine, eng eingegrenzte Region. Die ist nicht so groß jetzt wie das gesamte Chianti-Gebiet beispielsweise ist im Vergleich, sondern ein bisschen kleiner eingegrenzt eben, ne? Und da haben wir hier aus dem Hause Tre Rose in Santa Caterina. Ja. Das ist auch ein sehr gut bewerteter, mit vielen Auszeichnungen versehener Vino Nobile. Ja. Und er schmeckt schon wieder ganz anders als ein Chianti. Was ich halt schön finde, dass das so facettenreich ist, oder nicht? Dass ich kann eine Rebe haben, die komplett verschieden überall anders ausgebaut werden kann. So ist es. Was auch das Weintrinken an sich wahnsinnig interessant machen kann, finde ich. Was ja auch immer abhängig ist von den Terroirbedingungen und die Philosophie, die auch ein Winzer im Auge hat, wenn er seinen Wein macht.
Terroir heißt dann auch für die Leute heißt dann praktisch die Umgebung oder die Umgebung die klimatischen Bedingungen richtig. Einerseits dann auch wahrscheinlich das auch wie wird er ausgebaut und Boden, manche gehen auch sogar noch ein bisschen weiter und nehmen auch das Wirken des Winzers mit in den Begriff auf, aber letztlich meint Terroir alle Bedingungen, die irgendwie den Wein determinieren. Oder die Rebe dann an sich direkt beeinflussen können, ne? Natürlich. Ja, dann haben wir jetzt nicht nur den Vino Nobile, sondern wir haben dann auch die Königsdisziplin des Sangiovese, so würde ich es nennen, praktisch den Brunello di Montalcino. Also wir haben ja gerade schon gesagt, wir sind in Montalcino und jetzt haben wir natürlich auch den Repräsentanten, der über diese Region hinaus diese Region repräsentiert. Dann. Ja, wir sagen immer gerne magisches Montalcino, ja, weil der Brunello daherkommt. Und neben dem bekannten Barolo und vielleicht noch Amarone ist das sicherlich mit der größte Rotwein, den Italien überhaupt zu bieten hat. Das ist ein Wein, der eben wirklich schon majestätisch ist, von der Struktur her auch, der unglaublich viel Tiefgang hat, der ganz viele Facetten zu bieten hat. Also auch ein bisschen schwerer natürlich schon, ne? Aber das ist schon was für Fortgeschrittene. Also mir wurde damals immer gesagt, Italien wird über drei Könige repräsentiert. Einmal den Barolo, den Amarone und zu guter Letzt den Brunello di Montalcino. Also das sollen so die Repräsentanten für Italien in der ganzen Welt sein. Und ich glaube, das versuchen auch viele Produzenten, unter anderem hier Val di Suga oder auch in unserem Portfolio zum Beispiel der Brunello di Montalcino von Castello Banfi dann auch eben, was wir eben schon mal angesprochen haben. Was wir vorhin schon hatten, Banfi. Die sollen dann auch so ein Stück weit die Region oder über ihre Region hinaus für Italien stehen. Und absolut, und das tun sie auch, insbesondere wenn es dann auch noch solche herausragenden Jahrgänge sind, wie hier beim Brunello, der 2015er, das ist einer der vom Jahrhundertjahrgang. Einer der Jahrhundertjahrgänge, kannst du wirklich sagen. Es gibt nur sehr, sehr wenige Jahrgänge und das ist auch vorsichtig dosiert, die mit sogenannten 5 Sternen vom Konsortium ausgestattet sind. Ja. Der 2015er hat es. Und das Schöne ist, man kann jetzt anfangen, den schon mal tatsächlich zu probieren, ja, aber den kannst du gut auch noch 10, 15 Jahre irgendwo schön weglegen und dann wieder neu probieren. Also man sagt ja immer, Kiste kaufen oder zwei und jedes Jahr eine probieren. Jedes Jahr eine davon eine mal aufmachen. Ja gut, man kann da, glaube ich, nicht viel bei falsch machen. Das ist so die Liga, in der Brunello spielt. Ja, dann danke ich dir für deine Hilfe heute oder für deine Erklärung auch zu den einzelnen Weinen. Ja, Sönke, ich denke, mit den 4 Weinen haben wir natürlich wirklich nur einen kleinen Ausschnitt gezeigt, was Sangiovese kann. Aber es ist schon eine der ganz, ganz wichtigen Rebsorten, die Italien hat. Ja, dann hoffen wir, super. Euch da draußen hat es auch gefallen. Ihr könnt ja selber nochmal unten in die Kommentare schreiben, hat euch ein Wein davon besonders gefallen, wollt ihr einen mal unbedingt probieren? Ja, erstmal müssen Sie den bestellen. Das ist natürlich, ja, natürlich. Aber wo kriegen Sie den denn dann? Bei vinolisa.de. Okay, dann freuen wir uns auf euch, ja? Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Wein mal eins mit Vinolisa. Bis nächsten dahin. Mal. Ciao.